Wir fangen erstmal mal damit an, ein Modell auszuwählen. Das Modell ist in der Images, in dem Images-Verzeichnis hinterlegt, beziehungsweise es sind viele Vorlagen hinterlegt. Sie dürfen sich eine aussuchen. In Absprache können Sie natürlich auch versuchen, ein eigenes zu finden. Die Vorlagen sind sehr unterschiedlich in ihrer Qualität und von daher ist es durchaus wichtig, welches Objekt Sie wählen, je nach Anspruch, den Sie haben an sich und auch an die Aufgabenstellung, um das zu realisieren. Wichtigste Information, die Sie brauchen, ist Höhe, Breite und Tiefe des Objektes. Das heißt, Sie sollten eine Vorstellung davon kriegen, wie groß das Objekt ist und wenn möglich auch noch zusätzliche Referenzbilder finden können. Und danach würde ich mein Auto zum Beispiel primär aussuchen. Ich habe dieses Modell aus dem Ordner gewählt, wo keinerlei Namensgebung stattfindet, leider. Das heißt, wir wissen nicht, welches Objekt das tatsächlich ist und wie dieses Automodell heißt. Hier stehen auch keine Maße da drin. Die Zeichnung ist natürlich auch nicht maßstäblich. Also müssen wir uns erstmal Informationen besorgen über dieses Auto. Und das, was ich dann paar Minuten recherchiert habe. Das ähnlichste Auto diesen Modells ist der Horch 853 aus dem Jahr 1938, also 30er Jahre. 30er, 40er Jahre hat man halt solche Autos gebaut. Die Größen sind jetzt für mich der erste wichtige Faktor bei der Erstellung meines Modells. Ich habe also jetzt Referenzbilder gefunden über die Google-Bildersuche. Ich habe mein Blueprint, das mir die Drei-Seiten-Ansicht des Objektes darstellt, und ich habe Höhe, Breite, Tiefe des Objektes. Damit habe ich ersten Schritt getan. Das nächste ist jetzt der nächste Schritt im Blender. Wie kriege ich meine Bildvorlage in Blender hinein? Das erfolgt über die Funktion mit dem Plugin Import as Images. Import Images as Plain. Entschuldigung, Import Images as Plain. Das ist also das Modul, das Sie aktivieren müssen. Das Problem ist, dass dieses Modul eventuell nicht aktiviert ist. Ich mache mal ein neues Objekt einfach auf. Das heißt, das ist der Urzustand. Jetzt sehen Sie meine Screencast-Keys nicht mehr vermutlich. Die sind nicht immer ausgeschaltet. So, kleiner Bug offensichtlich. Nächster Schritt, das Modul aktivieren. Das Modul ist tatsächlich aktiviert. Wenn wir in den Plugins-Ordner suchen, das Modul habe ich natürlich schon aktiviert. Das wird für den Benutzer automatisch immer aktiviert. Erst wenn ich den halt aushake, dann ist er nicht mehr aktiviert per Default. Das ist letzten Endes der Punkt, um den es geht. Das heißt, alles, was Sie hier machen, ist immer Default je für jedes Bild, zum Glück also nicht für jedes Modell, das Sie bauen müssen. Die Funktion ist da. Wir können also jetzt unser Bild importieren. Wichtig ist, halten Sie sich an die Daten. Dateistruktur, nehmen Sie den Projektordner, den Sie für dieses Praktikum bekommen haben, und arbeiten Sie innerhalb dieser Datenstruktur und halten Sie die Pfade nach Möglichkeit immer relativ. Das ist ein Punkt, der hier öfters dann zur Auswahl steht. Im Allgemeinen muss man sich nicht drum kümmern, weil relative Pfade sind per Default mittlerweile eigentlich überall gesetzt. Bild auswählen, Import as Image as Plain, und wir haben unser Bild dargestellt oder da importiert. Wir sehen allerdings noch nichts. Das Bild ist tatsächlich nicht zu sehen. Das hängt halt damit zusammen, dass wir standardmäßig im Solid Shade Mode sind, der keine Texturen anzeigt. Wir schalten die Texturen an und haben dann unser Bild dargestellt. Ich habe also jetzt schon mal unsere Bildvorlage. Das heißt, wir müssen jetzt uns darum kümmern, Größe und Maßstab.